Hallo und willkommen bei den Brick Reeks. Heute wieder mit dem Model Review von Frank. Und heute haben wir mal was ganz Ungewöhnliches oder für mich auf dem Kanal ungewöhnliche Neue von der Firma Kada aus ihrer D-Tech-Serie. Die Desert Falcon, ganz bekannte Schusswaffe. Die Desert Falcon kennt jeder gut. Wie wir es alle wissen, es wird die Desert Eagle gemeint sein. 307 Teile, 5 ja, Kugeln, besser gesagt die langen Shooter, sind da dabei. Das Ganze 8 plus. Jetzt muss ich allerdings einschreiten, ein 8-Jähriger kriegt das Ding nicht zusammen. So, da hinten haben wir die Rückseite. Link, wo ihr das hier in Deutschland günstig kaufen könnt, ist unten in der Videobeschreibung. Da kriegt ihr das Ding wirklich für relativ wenig Geld, falls ihr das einfach mal ausprobieren wollt, wie diese Waffen, die wirklich schießen, aus Lego gebaut. Oder aus Lego-Teilen gebaut sind. So, wie wir wissen, Kada hat eine Top-Qualität und das gilt hier auch für diese Waffe hier. Funktioniert alles super. Qualität ist toll. Hier haben wir die Anleitung. Anleitung ist kurz und knapp, sind ja auch nur 307 Teile. Allerdings, die ist wirklich teilweise ein bisschen klein. Müsst ihr wirklich teilweise genau gucken. Lässt sich aber problemlos zusammenzimmern. Vielleicht nicht von einem 8-Jährigen, weil ihr euch vorstellen könnt, hier haben wir sie, innen drin, damit das Ganze funktioniert, sind auch Gummis. Und wenn ihr diese Gummi spannt, und dann müsst ihr das alles so ein bisschen halten, damit es einrastet, das ist wirklich der schwerste Teil. Da bin auch ich schier verzweifelt, hätte am liebsten eine dritte Hand gebraucht, habe es dann aber gut hinbekommen. So, ich habe relativ große Hände. Ich habe es euch schon mal gesagt, ich bin 1,93 Meter, ich bin großer, dicker Mensch. Also in Kinderhänden ist das Ding dann schon ein Drum. Ja? Hier unten das Magazin kann man rausziehen. Da sind dann nochmal 4 Kugeln drin oder 4 von den Shootern, wie ihr sie kennt. Aus Lego Star Wars zum Beispiel. Zack, rastet es wieder ein. Geladen wird hier vorne. Also das ist jetzt so, dass es eine Automatik ist, ihr müsst es hier vorne reinschieben. Qualität der Teile ist super, wir haben 2 Aufkleber, hier Blockgum, upsa, und hier nochmal. Der Aufbau war so circa 30, 35 Minuten. Ich habe relativ lange gebraucht, weil es halt viel Technik ist und innen drin, das wie gesagt mit dem Gummi ein bisschen schwer ist. So, Achtung, wir schießen mal. Ihr habt gesehen, das Ding hat böse Wumms. Das ist jetzt wirklich ein Kinderspielzeug. Wenn ihr eure Kinder damit spielen lassen solltet, dann gebt ihnen Schutzbrillen. Ja, unbedingt. Gebt ihnen Schutzbrillen, weil wenn das Ding ins Auge geht, das hat ziemlich viel Bums. Das hat ein bisschen mehr Bums als von Lego. Wenn das ins Auge geht, könnte unangenehm sein. Ansonsten könnt ihr euer Kind ruhig damit spielen lassen. Wie gesagt, unbedingt eine Schutzbrille. Wenn das so auf die Hände oder auf den Körper kommt, macht es nicht weh. Ja, das ist gar kein Problem. Einziges, was ich bei dem zu bemängeln habe, ist, dass hier nicht 4 Slopes fehlen. Die sind laut Bedienungsanleitung auch nicht vorgesehen. Ich fände es aber schöner, wenn die Slopes durchgegangen wären. Das heißt, wer noch 4 Dark Bluish Gray Slopes hat, ich hatte jetzt noch keine, ich bestelle sie mir aber, mache das hier unten noch drauf. Und dann sieht das Ganze harmonischer aus. Ja. Ansonsten schade, dass man hier unten halt die blauen Technikstöpsel sieht. Das finde ich cool bei Winner, dass Winner schwarze Technikböpsel benutzt. Im Dinosaurier wie in dem Formel 1 Auto. Link zu den beiden Videos ist oben drin. Winner benutzt die 3 langen Pins und die blauen kurzen Pins mit Pin- und Achsaufnahme in schwarz. Das ist richtig cool. So, Achtung, ich schieße nochmal. Ja, also funktioniert wirklich einwandfrei. Gute halbe Stunde müsst ihr rechnen beim Aufbau. 30, 35 Minuten habe ich gebraucht. Ich sehe mittlerweile aber auch schlecht. Und die Anleitung ist relativ klein. Aber ein 8-Jähriger kriegt das Ding einfach definitiv nicht zusammen. Ja, okay. Das soll es schon gewesen sein. Es macht Spaß beim Aufbau. Es funktioniert einwandfrei. Moralisch, Lego und Waffen, das muss jetzt jeder für sich entscheiden, ob er das toll findet oder nicht. Ja, also ich werde mir, ich habe noch eine,
von Kata, eine Maschinenpistole, die stelle ich euch noch vor. Aber ich werde, nur damit ich es einfach mal gebaut habe und euch gezeigt habe, aber danach werde ich mir so originalgetreue Waffen in Lego nicht mehr holen. Es ist wie Panzer, reizt mich nicht wirklich. Gut, das war Kadas Desert Falcon. Modellnummer. Nochmal hier oben C81007B. Link, wo ihr das Ding hier günstig in Deutschland kaufen könnt, ist in der Beschreibung. Gut, das soll es schon gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, seid ihr neu beim Kanal, abonniert uns, guckt euch auch gerne die anderen Sachen von Kada an, die wir auf dem Kanal schon getestet haben. Autos und Panzer. Und Kada hat wirklich eine Top-Qualität, was Technikteile betrifft. Da sind die wirklich auf einem Niveau mit Lego. In der Endkarte kommt ihr zu unseren ganzen Kada-Reviews. Ja? Okay. Habt eine gute Zeit. Ich bin der Frank. Bye bye.